Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Awakening. Im letzten Part wollten wir eigentlich eine neue Einheit rekrutieren, und zwar Severa, das Kind von Vivian und Cordelia. Leider lässt sie sich aber nicht rekrutieren, bis wir den Vogel Holland, den Dörfler hier oben, gerettet haben. Stattdessen rennt die Severa einfach blindlings in den roten Bereich rein und wird fast umgebracht von den Gegnern. Und da muss ich dann meinen kostbaren Rettungsstab hergeben, um sie wieder aus der Gefahrenzone zu bringen. Also die habe ich im letzten Part schon so aufgeregt, die Severa, und wird sie auch in diesem Part bestimmt tun. Das wird also dann noch witzig werden. So, aber jetzt gerade steht sie hier nicht im Gefahrenbereich. Also sie ist da im roten Bereich, ja, aber nur von dem hier, sie ist nicht im dicken roten Bereich. Und hier ist sie schon safe, weil den werde ich halt gleich töten. Den Magier hier oder den Weisen. Das kann man am besten jetzt einer von euch mal machen. Also Palne oder Lonzu. Ich wäre mal für Lonzu vielleicht. Ich habe mir auch den da oben markiert, weil ich nämlich nicht in seinen Bereich reingehen will. Und auch der wird den Bereich auch nicht ausweiten. Übrigens auch die anderen nicht. Deswegen, wenn ich den Lonzu hier hinstelle, dann ist er danach auch safe. Und kann einfach keinen weiteren mehr angegriffen werden, was ganz gut ist. So. Was nehme ich denn jetzt hier? Ich könnte... Genau, ich könnte das Kriegerschwert nehmen. Und dann ihn schon mit einem einzigen Schlag töten. Weil die Kriegersachen funktionieren auch so, wenn ich viermal angreifen darf, dann greife ich zweimal an, dann der Gegner einmal und dann ich wieder zweimal. Das heißt, ich könnte damit halt 72 Schaden machen und ihn töten, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Ich will mir das eigentlich eher aufheben, weil diese Kriegersachen sind so wertvoll. Und die muss ich mir aufheben für Notsituationen. Das ist keine Notsituation. Deswegen nehme ich einfach das normale Silberschwert, weil vielleicht greift er mit Peile mit an oder er trifft eh nur zu 48%. Und deswegen, wir machen das mal so. Und selbst wenn er getroffen wird, ich kann ihn danach dann gleich heilen mit Cordelia oder so. Also ist kein Problem eigentlich. Okay, perfekt. Sehr schön. So, genau. Der rote Bereich verschwindet hier und noch der dicke rote Bereich ist da. Sehr gut. Aber du wirst es dann gleich halt hier hinlaufen. Das ist ein bisschen doof. Ja, vielleicht sollte ich hier wieder jemanden in den Weg stellen, dass sie sich nicht auf dieses Feldchen stellen kann. Dass sie dann eben danach auch noch safe ist. Das wäre, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Also wenn ich mich... Der da kommt da auch hin, ne? Warte mal. Der... Ah, ne, kommt da nicht. Okay, nur der Magier kommt da hin. Okay. Wenn ich mich hier hinstelle, dann kann ich eben von dem angegriffen werden. Dann Angriff von 34. Aber Cordelia hat ja zum Beispiel eine hohe Resistenz. Ja gut, es geht so mit 16. Also sie nimmt jetzt nicht arg viel Schaden von dem. Und da kann ich vielleicht sie machen lassen, dass ich sie da hinstelle zum Locken. Oder ist das klug? Ich weiß nicht. Ja, aber eigentlich schon, weil ich will da jemanden in den Weg stellen, wie gesagt. Und Sally und Kerl nicht unbedingt. Weil die Kerl, der hat halt... Ja gut, die hat auch sogar 14 Resistenz. Was eigentlich sogar... Oder noch mehr sogar? 15 sogar. Das ist sogar nur eins weniger als jetzt Cordelia, ne? Ja. Vivian hat auch 17, aber die haben alle ungefähr gleich viel. Aber, ja, eigentlich hat sogar die Kerle ja noch am wenigsten gemacht, sogar, ne, bisher. Geschwindigkeit 20 hat er. Das Problem ist halt, ich glaube, die Kerle kann nicht doppelt. Ja, obwohl, doch kann sie schon, ja, weil sie ja viel Geschwindigkeit von Sally bekommt. Ne, dann lass ich sogar die Kerle machen, das passt dann ganz gut, finde ich. Machen wir es so, ja. Kerle, warte mal, was hat die Sally? Sie hat den Kurzschwert, immer wieder kurz hier, Silberschwert. Und du kriegst dann das Wurfbeil, Kutschspeer, Wurfbeil, weil Axt und weil sie noch Axt mehr trainieren muss. Das passt schon. Ist zwar schwächer, aber ich glaube trotzdem, dass sie den Magier killen dürfte, weil sie ja einen hohen Angriff, nichtsdestotrotz. Sie trifft halt nicht so wahrscheinlich, aber die haben jetzt auch kein hohes Ausweichen, solche Weisen. Und deswegen, die dürfte den schon töten können. Und deswegen, das passt so, ja. So, du kannst dann nicht mehr in den roten Bereich laufen, außer sie stellt sich hier hin, ne? Dann bist du aber wirklich, dann ist dir nicht mehr zu helfen, dann werde ich sie vielleicht sterben lassen, weil dann habe ich gar keinen Bock auf sie, ganz ehrlich. Ne, das ist ja auch nicht, aber dennoch, ne, das wäre sehr doof von ihr. Was ich vielleicht sogar, ich meine, das Problem ist, dass ich sie mindestens noch ein weiteres Mal retten muss. Also das auf jeden Fall, vielleicht sogar noch zwei weitere Male, aber ein weiteres Mal auf jeden Fall. Deswegen überlege ich gerade, ob es klug wäre, mit Vivian und Cordelia zurückzulaufen, dass ich dann mich mit der Cordelia hier unten hinstellen könnte, weil ich meine, die Rettung funktioniert da durch Wände hindurch, ne, das ist ja kein Problem. Ich kann auch von hier aus, den Stab einsetzen mit der Rettung, das geht ja, genau. Ich habe halt nur mit ihr 10 Magie, also ich habe nur 5 Felder Entfernung. Wenn ich mich dann also mit Vivian oder halt mit Cordelia hier hinstelle, kann ich dann mit der Cordelia in der nächsten Runde hier hinfliegen und dann, wenn sie hier oben steht, sie dann von hier aus retten. Die Severa, dann ist sie nämlich hier unten und muss dann wieder erstmal ewig lang hier nach oben laufen, bis sie wieder zur Action kommt, versteht ihr? Und das wäre es mir eigentlich sogar tatsächlich fast wert. Dann dürfen halt jetzt hier die beiden weniger machen, Vivian und Cordelia, aber es wäre es mir eigentlich wert tatsächlich. Weil ich eben auf sie am meisten aufpassen muss. Ich werde es jetzt, glaube ich, tatsächlich mal so machen. Weil ich habe halt ein bisschen Angst um sie. Und wenn ich halt sie nicht mehr rechtzeitig dann an gute Orte retten kann, dann wäre das ein bisschen doof.
Dann werden halt Vivian und Cordelia hier ein bisschen weniger machen dürfen und halt immer nur retten. Aber ich kann nichts anderes machen, ich muss es jetzt so machen, weil das ist das Beste, was ich hier tun kann, finde ich. Ich kann auch niemanden fliegen, deswegen ihr wartet einfach. Okay. So, dürfte glaube ich passen. Dann die linke Seite. Genau, bei der linken Seite habe ich jetzt hier diese 5 Einheiten, die jetzt hier in einer Reihe stehen. Und ich habe mir erst überlegt, ich habe mir den ersten Zug schon wieder halt ein bisschen überlegt. Ich habe mir überlegt, ob ich es irgendwie schaffen kann, da jetzt frontal reinzurennen in die, aber kann ich nicht wirklich leider. Weil das Problem ist, dass da hauptsächlich von denen greifen die alle magisch an, vor allem diese 3 hier. Und dann da oben gibt es auch noch die 2, die ich mir markiert habe. Also ich darf da auch nicht den ganz fetten roten Bereich betreten, ansonsten habe ich da auch Probleme noch eventuell. Und ich kann es nicht wirklich gut schaffen, viele von denen zu killen und auch dafür zu sorgen, dass meine Einheiten safe sind. Deswegen mache ich hier wieder die Lockvogel-Taktik. Und zwar, jetzt mal, also der hier kann 6 Felder laufen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat auch einen Tomahawk, also eine Waffe mit 2 Feldern. Genau, nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also er kann dann bis hierhin so angreifen, also hier bin ich safe. Und ich möchte, mit wem möchte ich denn locken? Vielleicht sogar mit der Mary Bell, das klingt zwar jetzt komisch, aber will ich vielleicht sogar machen, aber ich kann mal kurz testen, wie das denn so ablaufen würde, ein Kampf hier. Die würde mich auch gar nicht mal so wahrscheinlich getroffen, tatsächlich. Und, ja, sie sieht auch stimmt, mich nicht unbedingt benutzen, weil sie kann ihn eh nicht ganz töten, außer Donald greift mit an. Aber ich nehme einfach mal dann den normalen Arcus Donner, macht dem schon ein bisschen Schaden. Und dann kann nämlich in der nächsten Runde dann der Chrom dem zum Beispiel den Rest geben, dann dem Kollegen hier noch. Das geht dann bestimmt mit Celebs Klinge oder sowas, keine Ahnung. Und dann die anderen kann ich dann eben auch schon ein bisschen umkloppen. Und das passt, das gefällt mir so ganz gut. Machen wir es so, ja. Dann gehst du eben hier hin. Und, ja, sammeln bringt nichts, weil ich will ja nur sie anlocken lassen. Mit Arcus Donner eben, was hat der Dingens ist? Der Donald, der hat das Stahlschwert, das passt auch. Und wir warten einfach. Ja, sie kann auch nicht gedoppelt werden von dem, deswegen ist alles wunderbar. Ja. So, da wird dann gleich der rote Bereich eben nachrücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau. Und der obere kommt nicht hin. Der da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, okay. So. Und dann die anderen stelle ich eben in Sicherheit. Habe ich eigentlich noch eine weitere Sammelfähigkeit? Eine, die mir was nützt, wohlgemerkt. Ich habe halt Stärke, aber Stärke bringt mir ja nichts. Aber ich weiß gar nicht genau. Das will ich mal kurz austesten. Was ist denn, wenn ich jetzt... Ja, ich will aber die Selcher vorne lassen. Das können wir gerne schreiben. Was ist denn, wenn ich jetzt hier Stärke anwende? Gilt es dann nur für die Einheiten, die vorne stehen oder für alle Einheiten? Das heißt also, ich meine, der Mary Bell bringt die Stärke nichts. Aber würde Donald von dem Stärkesammeln profitieren? Würde also eher 4 Stärke hinzubekommen? Das weiß ich halt nicht. Können wir gerne schreiben. Ich will es nicht austesten, weil ich die Selcher vorne lassen will. Aber können wir eben, wie gesagt, gerne schreiben. Ich packe die da mal hier hin. Und du wartest. Ja. Und dann Robin packen wir hier hin. Und du wartest, ja, genau, rückt nach. Und Chrom packen wir hier hin und du wartest und passt. So, dann du gehst auf die Kelle, aber sie kann ja kontern. Und ihn auch töten und trifft eh nicht. Wunderbar. Thank you. So, sehr schön. Dann du gehst auf die Mabel eben, genau. Trifft eh nicht und nice. Say goodnight. Yeah! Ist that all? Sehr schön, cool. So, dann die hier rücken ein bisschen nach. Das ist ja die Verstärkung immer noch, genau. Und ist der auch noch Verstärkung? Oder rücken jetzt? Okay, das sind noch 4 Leute Verstärkung, echt jetzt? Offenbar schon. Oder ich weiß nicht genau, ob die jetzt alle Verstärkung waren. Ja, eigentlich nicht, weil ich meine, der eine Magier war doch auch, oder Weise war doch auch schon Verstärkung, oder? Keine Ahnung. Vielleicht ist da jetzt einer von denen auch noch nachgerückt oder so, kein Peil. Auf jeden Fall 4 Gegner habe ich jetzt hier, aber das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Ich werde vielleicht diese Vera eben retten müssen, aber vielleicht gar nicht unbedingt. Hat einer von euch eine Fernwaffe? Ja, viele. Ihr 2. Und ja gut, nur die 2. Wenn ich es schaffe, die beiden zu töten und hier eine Wand aufzubauen, dass diese Vera gar nicht durchkommt. Achso, okay, aber die grüne Einheiten können durch meine Einheiten hindurchlaufen. Achso, das wusste ich nicht. Ja, nee, dann muss ich sie retten in der Runde, weil ansonsten... Ich kann es nicht schaffen, hier die alle zu töten. Ich muss sie retten. Ja, es geht nicht anders. Ja, sehr nervig, aber muss so sein. So, jetzt aber erstmal die 4 Einheiten. Die kriegen wir aber hin, glaube ich. Das größte Problem ist Chrom. Weil Chrom kann nämlich nicht eigenständig einen von denen töten, glaube ich. Was hat er für eine Geschwindigkeit? Ja, doch, kann er. Den Weisen nämlich. Bestimmt, oder? Ja, den kann er töten. Und er kriegt sogar selber nur 17, also nur in Anführungszeichen 17 Schaden. Ist aber jetzt nicht weniger, aber es geht schon. Dann macht er ihn auf jeden Fall, würde ich sagen. Weil er alleine ist und die anderen kriegen auf jeden Fall dann die anderen hin, würde ich schätzen. Jetzt machen wir erstmal, glaube ich, den Zug. Weil das will ich auf jeden Fall machen. Ja, andererseits kann ich erstmal noch andere Einheiten vielleicht noch daneben stellen, dass die dann vielleicht noch mit angreifen. Ich mache erstmal noch andere Einheiten. Und zwar Lucina. Kann zum Beispiel einen von den beiden hier töten, würde ich sagen. Ich muss so ein bisschen schauen, dass ich das auch wirklich hinbekomme. Weil ich meine, Selcher und Weike, diese Kombo hier, darf halt niemanden von denen doppeln.
Und ich meine, Lucina, was hat sie für eine Geschwindigkeit? 35, sie darf alle von denen doppeln, das ist gar kein Problem. Und halt die Mary Bell kann auch niemanden von denen doppeln. Nee, kann sie nicht, deswegen... Und die haben halt auch alle eine hohe Resistenz. Na gut, außer der Assassine. Kann sie es denn schaffen, den zu töten mit Cecilas Sturm? Ja, kann sie schaffen. Dann darf, glaube ich, sie ihn töten. Und Lucina dann den. Und, ja genau, und Stacia und Weige sind eben noch am ehesten ein Problem. Können sie dann irgendwie schaffen, den trotzdem zu töten, den einen hier? Weil sie einfach so immens stark sind. Du nicht, aber ich glaube, Weige könnte es schaffen. Ja, mit der Kriegeraxt halt. Silberaxt, das ist ein bisschen blöd, weil sie ist hier kurz davor, den töten zu können. Aber sie schafft es nicht ganz. Also zumindest nicht hundertprozentig halt. Das ist ein bisschen doof. Warte mal, kannst du eher mit dem Bögen vielleicht, mit dem Glasbogen vielleicht oder sowas? Das wäre sogar wert. Ja, mit dem Glasbogen kann das relativ sicher schaffen. Das wäre es, glaube ich, wert, da einen einmal den Glasbogen herzugeben, um dann den zu töten. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ich muss nur meine Einheiten da jetzt richtig hinstellen. Okay, dann machen wir es erstmal so. Dann killt eben mal kurz Lucina. Geh mal dir kurz das Schwert. So, killt Lucina mal kurz den hier mit der Stahllanze. Und weg mit dir. You will not stop me! Yeah! Sehr schön. Kein Problem. So, und jetzt kann ich eben dann die Chrom hier unten hin... Ja, eigentlich eher hier hin. Ich meine, hier oben ist ja keiner mehr, nee. Eigentlich eher hier hin, weil hier will ich ja dann gleich den Weiche hinstellen, dass er mit dem Bogen angreifen kann. Und dann eben halt hier darunter oder noch hier hin oder sowas, dann eben noch die Mary Bell. Oder halt die Mary Bell einfach aus der Entfernung angreifen lassen, dass ich gar nicht, dass er mich gar nicht kontern kann, genau. Ja, das passt perfekt eigentlich. Ja, dann machen wir es so, dann stelle ich den Chrom hier oben hin. Ja. Und zwar, mit der Stahllanze kann er ihn töten und eventuell greift sogar Lucina mit an, dass er dann gar keinen Schaden nimmt. Ich meine, der trifft eh nur zu 37%, ne? Deswegen dürfte, glaube ich, alles ziemlich gut passen. Wir machen mal. Wunderbar. Beide machen genau 32 Schaden, auch cool. Haben die genau den gleichen Angriff, oder wie? Ja gut, ich meine, Chrom hat eigentlich mehr, aber dank plus 6 durch Robin haben sie den gleichen. Okay, so, dann Weike darf, wie gesagt, ausnahmsweise den Glasbogen benutzen, weil das ansonsten nicht hundertprozentig schaffen kann und ich den gerne killen wollen würde. Ich meine, wenn ich jetzt nur diesen einen Typen hier übrig lasse, wäre es nicht so schlimm, weil der kann keine meiner Einheiten instant killen. Aber dennoch will ich ihn einfach ganz gerne töten, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Jetzt habe ich sogar 100%, weil ich jetzt noch neben Robin und Lucina stehe. Und deswegen machen wir das. Okay. Yeah, I rule. cool. So, und dann noch die Mary Bell. Ich will, wie gesagt, ich will den Donald nicht so viel machen lassen. Er hat zwar weniger Erfahrungspunkte, ich weiß. Aber ich meine, den Donald zu trainieren ist auch jetzt kein Problem. Die Mary Bell zu trainieren ist schwieriger. Aber den Donald zu trainieren ist gar kein Problem. Ich kann einfach ihn eine Mission alleine machen. Ne? Also der Donald, der kann das wirklich schaffen, wenn ich ne, wenn ich trainiere, dann ist es gar kein Problem für den, dass der eine Mission völlig eigenständig schafft, obwohl da auch nur Meisterklassen oder so vorkommen. Weil er kann sich halt immer wieder hochheilen und die machen dem eh gar keinen Schaden und treffen ihn eh nicht. Und deswegen möchte ich eher die Mary Bell hier ein bisschen mehr machen lassen. So, deswegen, du darfst an... Er hat immer noch das Stahlschwert, glaube ich, genau. Du darfst dann angreifen mit Cecilas Sturm und dann den Kollegen hier töten. Und los. Okay. Das ist echt eine sehr coole Waffe hier, Cecilas Sturm, weil das ist ja eben quasi so ein Kriegergedöns, aber halt für Bücher. Und diese Kriegerwaffen sind immer episch und so auch dann Cecilas Sturm. Echt eine richtig coole Waffe, auf jeden Fall. Übrigens, was mir aufgefallen ist, ich habe gar nicht dran gedacht, hier in der Mission, obwohl es ja Truhen gibt, ich glaube insgesamt zwei Stück gibt es, hier unten war eine und dann eben da oben noch eine. Ich habe vergessen, Gaius, oder was ist vergessen, ich habe weder Gaius noch Anna dabei. Ich muss es dann tatsächlich hier mal Schlüssel benutzen. Ist aber nicht so schlimm, weil ich kriege nämlich irgendwo hier einen, habe ich gerade einen bekommen, eigentlich einen Schlüssel? Nee, ne? Aber irgendjemand, habe ich schon gesehen, hat einen Schlüssel, genau der hier, der hat sogar einen Allzweckschlüssel, der eine Tür oder eine Truhe öffnet, also beides. Und ich habe ja auch Chrom natürlich dabei, logischerweise, und im Vorrat habe ich, glaube ich, noch eine geschlüsselt, deswegen ich dürfte hier an alle Truhen schon rankommen. So, linke Seite, perfekt. Das passt wunderbar. Und dann, ich glaube, ich werde sogar dann gleich so machen, dass die linke Seite sogar dann jetzt gleich ein bisschen auf die rechte Seite übergeht und dann denen hier ein bisschen hilft. Werde ich sogar vielleicht echt so machen, mal gucken. So, aber jetzt erstmal die Rettung, weil ich will, glaube ich, wirklich es so machen, dass ich diese Vera da oben rette, weil ansonsten die in so großer Gefahr ist, weil ich kann es nicht schaffen, viele von denen zu besiegen, halt nur zwei, weil ich hier nur zwei Einheiten habe. Und deswegen, ich muss sie retten, ich habe gar keine andere Wahl. So, wo kann ich mich denn hinstellen und sie immer noch retten? Von hier aus, aber auch noch von eins weiter unten. Von hier nämlich. Ja, dann machen wir es von hier aus, würde ich sagen. Weil je weiter weg, desto besser für sie. Und das machen wir. So. Ach Gott, ey.
Aber ich meine, was soll ich auch anderes tun, wenn die so blöd ist? Ganz ehrlich. So. Ein gutes Level up. Ich würde alles tun, um an seiner Seite zu sein. Ach, jetzt hör doch mal auf, ey. Du bist doch, du hast doch Vivian. Der ist doch auch ein toller Mann oder so. Na gut, da würde ich dann vielleicht auch eher Chrome bevorzugen. Aber na gut. So. Jetzt hier die noch. Was mache ich denn jetzt da mit den beiden? Das dürfen wir eigentlich ganz gut hinkriegen, glaube ich, weil das sind ja beide ziemlich starke Einheiten, finde ich eigentlich. Der hat einen Schnitter, das ist das größte Problem. Bei Schnitter muss ich aufpassen. Da muss ich sehr aufpassen sogar. Ich meine, die Axttypen können ja den Nonsu überhaupt nicht treffen. Naja, genau, das habe ich schon gedacht. Deswegen sollte ich eher die Axttypen übrig lassen, weil die, glaube ich, weniger ein Problem sind. Ja, wie gesagt, der Schnitter-Typ, der ist mir ein Dorn im Auge. Wie sieht es denn hier so aus? 75% und 25 Crits. Dann wäre der Nonsu tot. Ha, das ist ja jetzt doof. Das ist sehr blöd. Ja, ich glaube, das wäre jetzt eine Situation, wo sich... Ah, oder ich benutze... Ah, Klingenzähmer habe ich dabei. Cool. Ja, dann... Das ist schon sehr unwahrscheinlich jetzt, ne? Ich meine, erstmal müssen die 25% eintreffen, was in Wahrheit irgendwie 20% sind oder sowas. Oder noch weniger. Und dann noch die 25% Crit. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Und die Peine kann noch mit angreifen und den einfach schon vorher töten. Dann ich, glaube ich, den Klingenzähmer. Ich habe ja mit dem... Ich meine, mit dem Klingenzähmer habe ich ja immer noch auch gegen die tolles Ausweichen natürlich, ne? Ja, immer noch 2%. Das passt also. Ich kann auch hier von keinen anderen. Die kommen ja auch nicht hin, oder? Ja, doch, die kommen sogar auch hin, echt? Was haben die? Tomahawk und Tomahawk. Ich kann ja so nicht kontern, aber die machen mir eh gar keinen Schaden, ne? Weil ich meine, die haben sogar nur 99 Treffer. Die haben immer noch ein bisschen mehr. Also die treffen dann die Nonsu einfach mal gar nicht. Die beiden hier. Aber der Magier kommt noch hin. Der kommt noch hin, ja. Der ist natürlich für den Nonsu ein bisschen ein Problem. Der hat sogar 125 Treffer tatsächlich mit Excalibur. Und ein weiteres Problem ist natürlich, dass ich halt direkt in der Nähe von den Treppen stehe. Und es kam, glaube ich, ja in der letzten Runde keine Verstärkung, deswegen ich eigentlich vermute, dass jetzt in der Runde schon eine kommt. Und dann könnte es mit den Nonsu ein bisschen brenzlig werden. Aber eigentlich dürfte es, glaube ich, trotzdem passen, weil da müssten schon die richtigen Einheiten rauskommen. Und die Gegner müssten schon enorm viel treffen, um mich da töten zu können. Deswegen passt es eigentlich soweit, finde ich. Also ich werde es dann jetzt eben, ich werde es dann so mal mit dem Klingenzähmer natürlich den hier. Und dann... Darf noch die Kiele oder die Sally halt den oberen töten. Das schaffen die bestimmt mit irgendwas. Ich glaube sogar, ich muss sogar fast die Sally machen lassen. Weil die Sally kann nämlich den doppeln und die Sally hat dann auch Schwerter. Was auch ein Vorteil ist, weil dann die Sally von denen hier auch nicht mehr getroffen werden kann, quasi. Ja, müssen noch gucken. Aber erstmal, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Danach, glaube ich, mit Sally muss ich dann sogar den anderen töten, leider. Und wie gesagt, die Axttypen lasse ich am Leben, weil die eh kein Problem sind, weil die mich nicht treffen werden. So, wir nehmen hier den Klingenzähmer. Und hoffen, dass der jetzt nicht einen Crit hinlegt. Das wäre jetzt, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der einen Crit hinlegt. Und das wird hoffentlich nicht passieren. So, ich spüre mal nicht vor, weil das so halbwegs spannend ist, der Kampf, und wir jetzt hier jemanden verlieren könnten, eventuell. Ah ja, okay. I'll make this quick. Sehr schön. Okay. Wunderbar. Und ein Level-Up für ihn. Level 10 auch für uns zu. Besser. So, dann ist noch der andere, der, wie gesagt, auch noch ein Problem sein könnte, weil der halt wahrscheinlicher trifft auch. Obwohl, ich meine, den Nonsu kann der auch nicht treffen, weil ich ja den Klingenzähmer habe. Das ist, also Klingenzähmer ist schon eine ziemlich gute Waffe, oder allgemein diese ganzen Zähmerwaffen, also auch Axtzähmer, ist ziemlich cool. Weil ich meine, Schwerter sind halt im Vorteil gegen Äxte, und der Klingenzähmer ist dann quasi auch noch im Vorteil gegen Schwerter. Das heißt, mit dem Klingenzähmer habe ich nur gegen Lanzen ein Problem, aber gegen alle anderen Waffen habe ich gar kein Problem. Und beim Axtzähmer ist es halt genauso. Beim Axtzähmer habe ich halt gegen andere Äxte kein Problem und auch gegen Lanzen kein Problem. Da sind nur Schwerter mir ein Dorn im Auge. Aber mit solchen Zähmerwaffen bin ich eben gegen zwei Waffenarten von dem Waffendreieck gleich im Vorteil, nicht nur gegen eine. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. So, auf jeden Fall jetzt der Kollege hier. Wie sieht's denn da aus, Kerle? Kannst du noch irgendwas machen gegen den? Ich habe natürlich eine Meisterlanze. Aber Lanzen ist jetzt eh nicht so cool, weil ich meine, mit Lanzen werde ich halt dann auch wahrscheinlich auch von den anderen Kollegen getroffen. Was mit hier? Kurzspeer? Ja, kann ich jetzt nicht sehen. Ich kann es nicht sehen, wie wahrscheinlich jetzt mit der mich treffen würde mit einer Lanze. Aber das, ich meine, andererseits, Kerle hat ja eine hohe Verteidigung, ne? Die haben ja auch alle keine Hämmer oder sowas dabei. Nee. Der Excalibur-Typ ist natürlich auch ein bisschen doof. Weil der halt einen Angriff von 32 haben, die haben ja beide jetzt keine so ultra prickelnde Resistenz. Ja, schon ein bisschen tricky jetzt der Zug auch. Ich meine, sie hat 39 Verteidigung. Sie nimmt von denen hier jetzt nicht so viel. Aber ich meine, alles zusammengenommen dann schon. So irgendwie, ne? Ja, ich will es, glaube ich, echt die Sally eher machen lassen. Auch wenn sie schon mehr Erfahrungspunkte hat, aber ich muss es sie fast machen lassen. Sie ist sogar nicht mal voll geheilt, echt jetzt? Das ist ja nervig. Aber andererseits, das ist auch eigentlich kein Problem, weil sie hat auch eine hohe Verteidigung.
Und die Axttypen treffen sie eh nicht, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn sie nicht ganz so viel Ausweichen hat wie Lonsu. Ja, aber eigentlich schon. Ich meine, er hat 69, sie hat 65, ne? Ja, also das, die treffen die auch nicht. Und hier der Rexcalibur-Typ ist, wie gesagt, ein bisschen ein Problem. Er macht mir halt 16 Schaden oder sowas. Aber es überlebt sie ja. Und das passt ja dann alles. Und die anderen kommen ja alle nicht hin. Wenn halt, wie gesagt, Verstärken kommt, dann ist es doof. Weil dann ist die Sally schon ein bisschen in Gefahr. Aber ich habe ja auch noch die Kelle, die noch mit ablocken kann. Und sie hat hohes Ausweichen. Deswegen wird schon schief gehen. Also es könnte jetzt eventuell passieren, wenn jetzt die falsche Verstärkung, sag ich jetzt mal, kommt. Dass mir jetzt 1000 Magier rauskommt oder so. Dann habe ich ein Problem. Aber normalerweise dürfte die Sally eigentlich auch safe sein, finde ich. So, ich nehme auf jeden Fall das Silberschwert, würde ich sagen. Nicht Alikas Klinge. Also sie hat sogar auch ein Klingenzähmer, echt jetzt. Aber brauche ich jetzt nicht mehr, weil der kann mir eh keinen Schaden machen. Wir nehmen einfach Silberschwert. Und töten den damit. Und los. Vielleicht wird es ein bisschen riskant, wie gesagt. Es kommt eben drauf an, was für Verstärkung genau kommt. Und ob überhaupt Verstärkung kommt. Ich glaube schon, weil, wie gesagt, beim letzten Mal, im letzten Zug kam keine. Und ich glaube, jetzt kommt wieder eine. Ich glaube sogar, dass jetzt vielleicht schon die letzte Verstärkung kommen könnte. Und dass jetzt einfach nochmal aus jeder Treppe sogar einer rauskommt. Kann ich mir sogar vorstellen. Jetzt kommt keine, okay, dann passt alles. So, du triffst mit 0% sogar. Halleluja. Und darf sterben. So, aber ein paar von euch können jetzt auch gerne übrigens auf den Lonsu gehen und nicht nur auf die Sally, weil die Sally ist nämlich... Ja, aber ich kann halt nicht kontern, ne? Das ist halt auch blöd. Weil die Sally hat eh schon viel zu viele Erfahrungspunkte bekommen. Okay, der hat auch 0%. Sehr schön, und du hast auch 0% wahrscheinlich, oder? Ja. Das ist schon cool eigentlich. Der andere hat vielleicht nicht ganz 0%. Ja gut, du hast schon ein bisschen was. 36, das geht aber eigentlich auch. Und? Was zum Ernsthaft jetzt? Idiot, ey. Are you done? Wenigstens kriegt er Erfahrungspunkte hier und du gehst bitte auch noch auf den Lonsu vielleicht. Nee, auch die Sally, schade. Kriegt sie eben noch mehr. Na gut. Aber die Kerle immerhin auch ein paar. Hat die Sally jetzt eigentlich schon Level 11 sogar? Ich glaube schon, oder? So, und du gehst hier ein bisschen weiter nach vorne. Ich habe die, ja, hab die ja ganz weit nach unten geschickt. Die Severa, deswegen, die ist jetzt erstmal hier aus der Gefahrenzone raus. Die hat schon Level 11 sogar, ja, ziemlich viel auf jeden Fall. Ich meine, die Palen hat immer noch Level 9 oder quasi 9. Und Kerle hat auch noch 9, also die dürfen jetzt dann gleich ein bisschen mehr machen. Aber ist halt immer noch gefährlich wegen den Treppen. Ich habe da immer noch ein bisschen Angst, auf jeden Fall. So, was mache ich jetzt mit denen eigentlich hier? Ich weiß nicht genau. Eigentlich würde ich die jetzt schon gerne auf die rechte Seite schicken und denen ein bisschen mehr aushelfen. Ich meine, hier links gibt es halt noch die beiden Kollegen hier, aber die sind ja kein Problem. Und es, ich meine, ich bin ja jetzt nicht in Eile, da sofort zu dem Boss zu kommen. Ich kann mir ja noch Zeit lassen. Und deswegen werde ich das auch so machen, dass ich jetzt erstmal mit denen hier bis weiter nach rechts gehe. Ich will mal kurz den markieren, weil den Magier kann ich nicht töten in der Runde, aber die beiden kann ich töten. Und deswegen kann ich mich so weit bewegen, wie ich halt, dass ich halt den Magier nicht berühre. Das machen wir auch so. Ich muss aber trotzdem, ja, aber ich komme eh nicht nah genug ran. Ich muss trotzdem ein bisschen aufpassen, weil eben halt Verstärken kommen könnte. Wie gesagt, was fies ist. Der hat auch Arcanum. Da muss ich aufpassen. Weil, man aktiviert jetzt nochmal Glück einfach. Nicht Glück halbes, sondern Glück. 17%. Das wäre ein bisschen doof, wenn sie bei dem dann Arcanum aktiviert und der dann gerade so überlebt und dann einen meiner Einheiten töten kann, obwohl ich halt geplant hatte, dass der sterben würde. Da muss ich echt gut aufpassen, weil das ist auch eine ziemlich fiese Fähigkeit. Also ich muss zugeben, ich meine, Lissa hat ja auch Arcanum und ich glaube Libra auch oder sowas. Ich finde jetzt, wenn meine Einheiten Arcanum haben, ist es nicht so mega nützlich, auch wenn mich das schon einmal den Arsch gerettet hat, ich weiß. Aber ich finde das nicht so mega nützlich, weil ich meine, das bringt mir halt nur was, wenn ich halt quasi schlecht spiele, wenn ich halt am Sterben bin. Wenn es aber Gegner haben, dann ist es ziemlich böse, weil ich muss die Gegner besiegen, so ziemlich. Muss ich eigentlich alle besiegen? Okay, ich kann nur den Boss sogar besiegen, aber ich will wieder alle besiegen. Und deswegen ist es ziemlich fies, finde ich, wenn es ein Gegner hat, die Fähigkeit. Naja. Auf jeden Fall, Chrome geht dann mal hier und einfach so weit vorne, wie es irgendwie geht. Am besten. Oder? Schon, ne? Ich habe ja noch genügend Zeit danach. Wie gesagt, die beiden sind kein Problem. Ja, machen wir so. Dass dann die eben, wie gesagt, auf der rechten Seite da auch ein bisschen mehr aushelfen können, weil da rechts immer noch ziemlich viele Einheiten... Ja gut, es geht. So viele sind da gar nicht mehr übrig. Was ich übrigens mit dem Holland machen muss, weiß ich auch nicht genau. Ich muss aufpassen, dass ich den nicht in sein Verderben laufen lasse. Also, dass ich hier nicht jemanden hinstelle, den er dann angreifen darf und dann konter ich den weg. Da muss ich aufpassen, dass der überlebt. Weil ich weiß nicht genau, was passieren würde, wenn ich den töten will. Würde sich dann die Severa mir wirklich nicht anschließen? Das kann mir auch gerne schreiben, was da dann genau passiert. Habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall, du gehst dann hier hin. Ja, ist eigentlich egal. So, passt schon. Und kann ich denn jemanden... Ich kann schon ein bisschen was heilen, ne? Ich kann zum Beispiel die Lucina heilen oder auch den Chrome. Heile ich mal den Chrome, dann würde ich sagen. Du gehst dann mal... Ja, ich muss jetzt hier unten hinstellen, weil ich den Chrome heilen will. Oder? Ja. Ja, die Quatsch, ich kann mich auch hier hinstellen, passt ja. Ja, genau, ich kann mich hier hinstellen, passt schon, so. Und zack und zack.
Und dann die Mary Bell geht kurz hier hin und heilt kurz mit Erholung wieder mal völlig verschwendet. Heilt kurz dann den. Ne, nicht Katharsis, sondern Erholung will ich. Hä? Also ich kann. Ah, genau, das. Ja, genau, ich bin blöd. Ich wollte eigentlich schon sie hier hinstellen. Ich dachte jetzt gerade, dass ich den Chrom heilen könnte, weil irgendwie sieht es so aus, als wäre die Leiste nicht ganz voll, finde ich. Aber ich kann nur die Lucina heilen. Ja, dann muss ich es halt auch hier so machen. Aber ist auch in Ordnung. Sie kann ja 8 Felder ziehen, deswegen passt schon. So, jetzt aber Erholung. Und zack, 1 KP, yay. Aber viele Erfahrungspunkte und somit auch ein Level Up für sie, nämlich Level 11 hat sie auch schon. Es setzt sich bequem auf diesem hohen Ross. So, ihr dürft noch. Ja. Ich glaube, jetzt muss ich sie kein weiteres Mal mehr retten, weil sie braucht ja jetzt noch Ewigkeiten. Sie braucht ja jetzt hier 1, hier 2, 3, 4 Felder, bis sie mal, 4 Züge, bis sie mal hier ist oder sowas. Und deswegen, das ist kein Problem. Hat sie eigentlich... Ja, die Cordelia hat... Ja, ich hätte vielleicht eher den Katharsis benutzen sollen von ihr. Und hätte mit dem Katharsis einen von den beiden heilen sollen. Das wäre, glaube ich, klüger gewesen sogar, fällt mir gerade auf. Hm. Weil die Cordelia hat nämlich leider, nicht ein Purgativ oder sowas dabei. Also ich kann niemanden auf die Entfernung heilen. Hm. Ich muss einfach halt möglichst weit mit ihr nach vorne rücken. Was anderes kann ich ja nicht wirklich machen. Machen wir dann hier sowas. Ja. Das heißt, ihr zwei, ihr dürft noch die beiden dann gleich ausknocken. Ich meine, von den anderen kommt ja da keiner hin, nur eben der Magier und halt eventuell Verstärken. Also der Zug wird auch noch riskant werden, weil eben da Verstärken kommen könnte. Und dann wäre das ein Problem, auf jeden Fall. So, wie sieht es denn aus mit der Palne? Kann die denn die töten? Nein, kann sie so gar nicht, leider. Das ist ja blöd. Aber ich meine, wenn einer von denen überlebt, wäre es nicht so schlimm, weil die treffen meine Einheiten ja eh nicht, ne? Der hat auch wieder 20%, das ist fast gar nichts, so ungefähr. Und, ich meine, ich weiß, soll ich darauf spekulieren? Ich würde es eigentlich schon gerne tun, denn jetzt dann gleich darf auf jeden Fall die Kerle einen von denen noch umbringen. Aber die Kerle kann ich auch nicht töten, ne? Das ist ja blöd. Ich kann die beiden hier nur so eventuell, nur so halb töten. Das ist natürlich eklig. Und dann den Magier gibt es ja auch noch hier, der mich noch nerven könnte. Der ist ein bisschen blöd tatsächlich. Aber normalerweise dürfte trotzdem nichts passieren. Weil die beiden treffen mich ja trotzdem kaum. Und ich meine, wenn sie die Kerle treffen, dann macht es sie ja gar nicht mal so viel. Hier mit der Meisterlanze zum Beispiel. Sie würde auch nur 10 Schaden nehmen, was auch voll in Ordnung wäre. Und, das passt so. Ich nehme jetzt mal die Meisterlanze hier. Und hau entweder einen Crit raus oder Sully greift mit an. Wie viel macht denn sie jetzt eigentlich? 32. Ja, aber sie kann sie nicht töten. Also wenn die Sully mit angreift, dann reicht das nicht ganz aus, um den dann zu töten. Das ist natürlich blöd. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt Sully, das weiß ich auch nicht genau, ich habe so viele Fragen hier auch, wenn ich jetzt Sully Alkas Klinge gebe und ich greife aber mit Kerle an, also die Kerle ist vorne, Sully ist hinten, und dann entscheidet sich aber die Sully dazu, mit anzugreifen. Wird sie dann mit Alkas Klinge auch einen Doppelangriff machen oder macht sie das nicht, weil sie ja nur eine gekombote Einheit ist und dürfen die nicht doppelt angreifen? Das weiß ich nicht, das habe ich nämlich noch nie erlebt, glaube ich, deswegen weiß ich es nicht genau. Hm. Ich gebe mal hier auch die Meisterlanze, weil das weiß ich nämlich schon, weil Crits können die nämlich schon raushauen, die hinten stehen. Mach ich das mal so, dann habe ich halt es geschafft, den zu töten, wenn entweder Sully oder Kerle einen Crit raushauen. Machen wir es mal so und testen das Ganze mal. So, ich bin höchst gespannt, was jetzt noch gleich passieren wird. So, bitte einer von euch beiden Crit. Ja, oder die Sully greift gar nicht mit an. Hm, toll. Nicht ganz optimal. Nicht ganz optimal. Erstmal Level 10, na gut. Das Problem ist halt auch, dass die ja Tomahawks haben und die jetzt dann gleich mich angreifen dürfen, ohne dass ich überhaupt kontern darf. Ist halt auch ein bisschen eklig. So, kannst du denn jetzt dann hoffentlich wenigstens du gleich töten? Jetzt muss halt dann der Dingens mit angreifen, der Don Zu. Mit dem Silberschwert. Ja, aber wenn er mit angreift, dann stirbt der. Oder? Stirbt der überhaupt? 36, ja, ich glaube schon. Also, ich habe schon gemerkt, wenn eine zweite Einheit mit angreift, oder was ist eine zweite, halt die hinten steht eben, dann ist es ja nicht der volle Schaden. Also wenn es dann gleich noch mit angreift, dann macht er nicht 36 mit dem Silberschwert. Er macht ungefähr, habe ich schon bemerkt, 2/3, so habe ich immer so ungefähr bemerkt. Also 24 dürfte er ungefähr machen, wenn er mit angreift. Und das würde dann ausreichen, um den dann zu töten mit dem Silberschwert. Deswegen machen wir es mal so und hoffen mal, dass er zweimal zu 35% da zumindest einmal mit angreift. Wäre ganz cool und wir testen das Ganze mal. So, greif mit an. Bitte, wäre schön. Und zu. Sehr schön. Und, ne, 31 sogar. Okay, das ist jetzt mehr, als ich dachte. Also, ich dachte, dass es so ungefähr 2/3 wären, aber es war sogar jetzt mehr. Keine Ahnung. Und den Altwegschlüssel kriegen wir. Okay, so. Aber keine Verstärkung wieder. Cool. Vielleicht kommt sogar auch gar keine weitere Verstärkung. Aber glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass noch weitere kommen dürfte. Weil das kam noch nicht so viel, finde ich. Und in anderen Missionen kam schon teilweise viel mehr. Hm, naja. Ja, die treffen alle nicht. Das ist wunderbar. Und das war's auch schon.
Weil es sind ja links quasi keine Feinde mehr übrig, außer die hier. Und das passt ja eigentlich ganz gut soweit alles. Okay. Machen wir kurz dich wieder weg. Ich kann mal kurz euch alle markieren, dass ich hier den roten Bereich von dir nicht betrete. Aber kann mir eigentlich gar nicht passieren. Okay, ich mache sogar noch einen weiteren Zug, weil der nächste Zug auch relativ schnell gehen dürfte. Also, naja, relativ zumindest. Ich brauche für die Züge immer ziemlich lange, weil ich mir ziemlich viel Zeit lasse und genau alles genau überlege. Aber ich werde das jetzt hoffentlich einigermaßen schnell hinkriegen. Ich will einfach die beiden hier töten. Und mich halt nicht in den roten Bereich reinstellen. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich hier tun will. So, das darf dann am besten Kjelle und Palne machen. Und wer ist denn am ehesten von den beiden dann in Gefahr und könnte sterben, wenn zu gute Verstärkung kommt? Ich würde eher sagen die Palne, weil ich meine, wenn physische Angreifer kommen, dann hat die Kjelle keine Probleme. Und wenn magische Angreifer kommen, dann schon eher. Aber die treffen sie jetzt auch nicht so wahrscheinlich, weil sie hat auch 52 AW und die Palne hat zwar mehr, das stimmt schon. Aber die Palne ist dennoch in einer größeren Gefahr, finde ich, als die Kjelle. Deswegen will ich sie in die Säule dann gleich stellen. Und von hier aus den Magier angreifen lassen, den sie bestimmt töten kann, genau. Sie nimmt halt selber eventuell Konterschaden, was nicht so schön wäre. Aber nicht so wahrscheinlich, weil der hat nur 37%, deswegen das passt eigentlich schon. Er hat immer noch Silberschwert. Machen wir es so, vielleicht greift er auch mit Andalon zu wieder. Also ist es schon relativ wahrscheinlich, dass sie eh gar keinen Schaden nehmen wird, die gute Palne. Deswegen machen wir das so. Okay, oder er blockt einfach ab, das ist auch gut. Und... Ach stimmt, das habe ich ja ganz vergessen, stimmt. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Dass er die bei 30 das Maximum haben, dass ich jetzt dann zwei Ziegel aktivieren muss mit ihr. Und dann wieder von vorne anfangen muss, stimmt. Das habe ich jetzt echt, das habe ich voll vergessen. Okay, dann darf sie jetzt in der Mission gar nichts mehr machen ansonsten, weil sie dann anderen die Erfahrungspunkte stiehlt. Okay, ja, muss ich mir merken auf jeden Fall. Aber gut, dann den hier noch. Ich kann sogar das auch von der Säule aus machen, wenn ich will. Ja, aber ja, kann ich nicht wirklich, weil ich will die Kjelle den töten lassen und nicht die Sally, weil die Sally schon viel zu viel hat. Dann mache ich es halt doch von hier aus. Aber wie gesagt, die Kjelle, um die machen wir weniger Sorgen, deswegen das passt schon. Und zwar mit der Eisenachse schafft sie mich zu 100%. Und was hat die Sally? Ja, gib mal dir kurz dann hier Silberschwert, so. Ja, ist eigentlich egal, weil ich meine, ich kann mir ja Meisterlanzen einfach kaufen. Aber übrigens, Silbersachen kann ich mir auch mittlerweile kaufen. Also alle Silbersachen, Silberschwerter, Silberlanzen, Silberbögen, Silberäxte kann ich mir alles mittlerweile kaufen. Deswegen, die kann ich auch raushauen, wie ich will. Weil ich meine, Geld habe ich auch genügend. Auf jeden Fall, dann bist du die Eisenachs und tötest mal den schnell. So. Alles klar. Und dann die anderen Waffenlevel C, sehr schön. Und dann die anderen rücken eben etwas weiter nach. Ich muss halt nur, wie gesagt, aufpassen auf eventuelle Verstärkung. Gerade Selcher könnte in Gefahr sein. Weil wenn da halt ein Rex-Kalibur-Typ rauskommt, hat sie ja ein Problem. Und wenn ein Bogenschütze rauskommt, hat sie ja ein Problem. Deswegen bei ihr muss ich da am ehesten aufpassen. Bei der Mary Bell vielleicht auch, weil da eventuell jemand mit einem Bestientöter rauskommen könnte. Aber unwahrscheinlich, weil wir haben bisher noch keinen einzigen Lanzengegner hier gesehen in der Mission. Ich glaube, es kommt noch kein Lanzen. Also gut, ihn hier. Aber ansonsten noch keinen einzigen Lanzengegner und ich glaube, es kommt doch keiner mehr. Deswegen kann dann schon sogar sie halbwegs weit nach vorne schicken, tatsächlich. Ich kann sogar hier natürlich Resistenz sammeln machen. Stimmt. Der Kjelle, aber der Palne nicht. Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich werde jetzt mal schon die relativ weit nach vorne schicken. Oder ist es zu riskant? Ich weiß nicht. Ich hab jetzt immer Angst vor halt Verstärkung. Aber es dürfte eigentlich, glaube ich, alles passen. Ich werde mal trotzdem aber die Seiche etwas zurückstellen. Weil ich da zu viel Angst habe. Aber ich meine, Lucina und Robin dürften safe sein, weil die haben viel Verteidigung und auch Resistenz und hohes Ausweichen. Deswegen, das passt eigentlich alles ganz gut, glaube ich. Dann stelle ich mal dich hier hin. Hat er eigentlich noch das Schwert? Ja, hat er. Dann wartest du hier kurz. Ja. Und, Chrom stelle ich sogar dann auch noch hier hin, weil Chrom dürfte auch ziemlich safe sein, glaube ich mal. Egal, was da für Gegner rauskommen. Und die stellen sogar noch neben Lucina, deswegen, das passt eigentlich auch wunderbar. Okay. Und dann darf ich doch die Selcher vorne lassen, weil ich sie nämlich dann einfach hier hinstellen werde. Weil hier ist sie safe. Ne? Also außer... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Also, wenn da theoretisch ein Bogenritter rauskommt, dann wäre die Selcher halt ungefähr tot. Aber wir haben noch keinen einzigen Bogenritter in der Mission gesehen und deswegen, da kommt auch keiner. Also, ich stelle sie dann hier, weil, hier nicht, weil hier wäre sie in Gefahr. Weil dann eben halt ein Magier oder halt ein Bogenschütze mich angreifen könnte, aber hier halt nicht. Deswegen stelle ich sie hier hin. Ja. Und die Mary Bell kann ich aber schon hier hinstellen, finde ich. Am besten zu Chrom. Hier so. Weil ich meine, wenn sie von dem Magier angegriffen wird, sie hat so eine hohe Resistenz, das macht ja gar nichts. Und Bogenschütze macht ja jetzt auch nicht so viel, finde ich. Weil ich meine, die haben ja auch nicht 30 Geschwindigkeit, die Bogenschützen. Und können sie nicht doppeln. Und sie hat ja auch 18 Verteidigung immerhin, deswegen das passt ganz gut. Machen wir so.
Gib mal aber dir trotzdem kurz den Arcus Donner so und ich kann auch aber trotzdem kurz sammeln hier am besten machen. Jo, okay. Sondern ihr da unten dürft natürlich noch, die ganz abgeschlagen sind von allem anderen Geschehen. Ach Gott, ja, und ihr dürft einfach mal halt hier ein bisschen weiterziehen, ne? Nichts Besonderes machen und halt kurz abwarten und Tee trinken. So. Okay, nee, es kommt offenbar echt keine Verstärkung mehr. Okay. Na gut. So, dann würde ich sagen, Leute, was ist ja für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Awakening. Beim nächsten Mal dürfen wir dann die Mission normalerweise schon abschließen können, weil viele Gegner fehlen ja nicht mehr, wenn keine weitere Verstärkung mehr kommt und noch halt hier vier Leute, durch die ich mir noch durchhauen muss, aber kriegen wir, glaube ich, hin. Weil ich habe jetzt auch hier meine Einheiten ziemlich gut versammelt dann gleich, das passt also, und dann die eben noch, aber kriegen wir auch hin. Ich muss auch noch die Truhen natürlich öffnen und wo ist denn das zweite Glitzerding? Gibt es ein zweites Glitzerding? Hier noch. Und ich muss natürlich auch noch natürlich darauf aufpassen, dass ich den Holland dann irgendwie gleich rette, wie auch immer das dann, oder was ist retten halt, irgendwie ihn anspreche oder so. Ich weiß nicht, aber kann ich den Holland auch rekrutieren? Glaube ich irgendwie weniger. Ich glaube, das ist halt eher dafür da, dass ich dann eben diese Vera rekrutieren kann. Aber immerhin hat sie mir jetzt hier in dem Part doch keine so großen Probleme gemacht, weil ich sie eben immer gerettet habe. Die blöde Kuh. Also dürfen wir dann beim nächsten Mal eben schon, glaube ich, alles hinkriegen. Gut. Dann würde ich mich auf jeden Fall noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.